heiße Nathalie Schwarz und wir möchten einen Verein gründen, der heißt DAMA Inklusiv, Verein für Inklusion e.V. Der Verein wird gegründet am 19.09.2018 um 19 Uhr in der Gaststätte Everding in Damme. Unser erstes Projekt ist ein inklusiver Spielplatz am Erlenweg in Damme. Was Besonderes auf diesem Spielplatz ist auch natürlich wassergebundene Decke. Auf diese Decke können die Kinder ganz besonders auch alleine ohne Hilfe fahren, wenn sie das können, und auch, dass man da auch frei bewegen kann. Auch die Befahrbarkeit für viele Geräte, die auch da inklusiv bedacht sind, sind alle auf diesen einen Weg mit eingebunden. Auf diesem Spielplatz sollen inklusive Geräte stehen, zum Beispiel ein Karussell, was mit einem Bügel ist, so einen Rollstuhl absichert, und dann können die Kinder auch handbewegend drehen, auch für normale Kinder dabei. Dann ist ein absenkbarer Trampolin, wo man die Kinder auch mit Rollstuhl drauf fahren können und sich da auch leicht wippen lassen können. Eine große Schaukel und auch ein unterfahrbarer Spielsandkasten aus so ein Tisch ist das, was aus Edelstahl ist. Da kann man mit Rollstuhlfahrer drunter fahren, mit Aufzug einmal hin hochziehen, und dann können die Kinder mit dem Sand oben spielen, und das fördert auch eine Gemeinschaft, dass es immer mindestens zwei, drei miteinander spielen können. Natürlich freue ich mich auch, dass Bauhof uns dabei sehr gut unterstützt, auch was die Pflege des Spielplatzes anbelangt und auch die Kontrolle, auch die Umsetzung. Dafür möchte ich schon im Voraus Dankeschön sagen.